Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Dad, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder hier dabei bist, das freut mich doch ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts verpassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält, ist ja wohl logisch. So, wie ihr seht, wir sind hier bei unserem Großbauprojekt Flughafen. Da sind wir gerade dabei. Und da werden wir jetzt auch weitermachen. Ich mache jetzt mal einen Abstellplatz hier ran. Ich versuche es zumindest, dass wir den hier ranbekommen. Für die Maschinen. So, dann machen wir ruhig mal ein bisschen die kleinere Variante auch ran. Kriegen wir den hier zwischen? Nein. Aber vielleicht können wir den hier an der Seite noch ranpacken. Und dann noch den ganz kleinen. Den kriegen wir auch noch hier hin. Dass wir die miteinander koppeln. Na, warte. Ja, okay, dass der hier rausrollern kann. Warte mal. Können wir den irgendwie... Ja, das geht sogar. So, der passt. So, dann gibt es jetzt noch den kleinen Abstellplatz. Den könnten wir vielleicht sogar hier ranbauen. Oder nee, da will er nicht. Na gut, dann gibt es halt den kleinen hier noch. So, und... Ja, fast. Fast perfekt. Nee, nicht so ganz. Okay, müssen wir es auf altmodische Weise machen. So, zip, zap, zup. Und du bist wupp. Und dann haben wir dich hier auch schon am Start. So, sehr gut. Okay. Wie gesagt, wir können jede Menge landen. Jetzt holen wir uns hier mal ein Fahrzeug. 40er. Länge 36, 12, 39. Das ist knapp hier. Aber der schafft der es nicht schlecht. 75. Na komm, wir nehmen mal die hier. Und du bist ein 20er, ne? Du bist ein... da genau, da können die Sportflugzeuge. Komm. Na, sehen wir zu, dass wir hier Abwechslung ranbekommen. Oh, Train just went long for the Green Signal. Ja, ist klar, hier ist auch Betrieb, das müssen wir auch noch ändern. Ja, mein Gott. Müsste halt ein bisschen warten, trinken Kaffee und dann passt das schon. So, wir wollen nämlich heute auf jeden Fall weitermachen mit unserem Flughafen. Na, da möchte ich jetzt auf jeden Fall ran, dass wir auch nochmal Leute ranbekommen. Vielleicht von da nach da auch. Oder halt direkt zur Grenze, dass hier Leute rankommen. Das passt soweit. Okay, dann machen wir jetzt nochmal Folgendes. Dann haben wir ja noch diesen Radial, ne? Den Radial haben wir ja auch noch. Der passt hier ganz gut hin. So, okay, das ist dann der Außenbereich. Kommt halt noch ein anderer Terminal hier hin. Ich finde den optisch ganz cool. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Der bedient dann halt den hier. Ich weiß nicht, welcher wo da rankommt. Also ein bisschen in der Einflugbahn sollte er möglichst nicht sein. Wir probieren mal. Ja. Ja. Ah, da oben. Oder? Nee, so. Kriegen wir dich hier auch ran? Oder bist du einfach zu nah ran? Wenn wir dich ein bisschen weiter wegziehen. Vielleicht sollte man dich einfach mal ein bisschen weiter wegziehen. Und dich dann in die Richtung verpflanzen. Wir ziehen dich mal ein bisschen weiter weg. Ich will mal probieren. Ne, man muss ja ein bisschen austesten, sag ich mal. Ah, dann ziehen wir dich mal ruhig ein bisschen weiter weg. So, wir probieren mal aus. Und jetzt gucken wir mal mit denen hier, ob wir dich da rankriegen. Wäre ja geil. Ja, das sieht gut aus. War eben ganz gut. Ja, guck mal, da passt er nämlich ran. Dann braucht man nämlich kein großes Heckmeck machen. Ja, das ist das Problem. Okay, der geht dann nicht. Dann passt da nur ein Dreier dran. Jawohl, den kriegen wir da so auch noch ran.
als wieder parken könnten. Ja, dann nehmen wir das auch noch mit dazu. So, sehr gut. Nur diesen Verkehr drum. Muss man nochmal drehen. Verkehrt rum. Der muss mit dem Symbol weg. So, so geht's aber. Okay, Rollbahn. Warte mal kurz. So, swoop. Okay, Rollbahn geht auch hier wieder drauf. Dann ist der angeportet. Der ist angeportet. Das ist in Ordnung soweit. Okay, die auch. Das ist ein bisschen ungünstig da hinten, aber das ist noch in Ordnung. Damit kann ich noch leben. So, dann machen wir dasselbe Spielchen hier. Na, dann passt das. Und dann bauen wir nicht die Frachtterminal, weil die sollen hier nicht ran. Die Flugdinger. Wo halt hier dran? Dann können die bedient werden. So, zack, bumm, baut das. Also riesen Aufwand jetzt hier, das zu bauen. Aber gut, es wird sich lohnen. Hoffe ich mal. Wenn nicht, ist doof. Ja, bau den Radialterminal. So. Flughafen. Auch hier brauchen wir wieder die Flughafenabstellplätze. Können wir ruhig einen hier daneben basteln. Geht sogar. Ah, okay. So. Auch das wird gebaut. Und zur Not können die da auch noch rüber switchen, wenn sie Bock haben. So, zack. Boom. Und hier wird alles fertig gebaut. Kostet eine Menge Kohle, aber wir nehmen auch genug ein momentan. Muss ich ehrlich sagen, wir haben richtig gut Kohle. So, der hat. Vielleicht sollten wir hier noch ein paar mehr ranbauen. Mehr, 1, 2, 3, 4, 5, der hat 6 Parkplätze. Das heißt, da können wir eigentlich noch mehr ran basteln. Haben wir 5. Kriegen wir den einen noch dahin? Nein, war klar. Okay, dann machen wir den anderen hier noch ran. In die Richtung. Ach, komm schon. Ah, ja. Dann ziehen wir das da halt auf. Mein Gott, stell die doch nicht so an hier. So, das passt auch. So, du da ran. Okay, zack, zack geht das hier. Gar nicht lange rumeiern. So, das hier ist jetzt der Mega-Flughafen. Ja, doch. Halt, hier vorne ist noch nichts. Dann brauchen wir natürlich hier Strom und etc. pp., aber das kriegen wir hin. So, sieht doch schon mal ganz geil aus. So, Flugzeuge. Die großen. Der ist ein bisschen Verschwendung. Nehmen wir den noch mit. Können wir auf Seiten der Dame nur die hier. Nix so der Burner gerade, noch nicht.
Oh, wie gesagt, alles ist auf Standby. Dann werden wir auf jeden Fall irgendwann mal upgraden. Wie gesagt, es ist momentan hier nur nur Passagiere. Na, so quasi verschiedene Airlines. So. Sehr gut. Sehr gut. Okay, hier ist noch ein bisschen frei, aber da werden wir zusehen. Wie gesagt, das hier wird jetzt das Riesenteil. Das wird richtig groß. Wir brauchen Strom. Muss ich mal ganz kurz gucken. Was brauchst du denn dann Strom? Normaler Strom oder was? Ja, das muss auch versorgt werden. Oh, da müssen wir echt aufpassen hier, dass wir nicht zu viel rannehmen. Das wäre nämlich nicht gut. So, Elektrizitätsproblem mal wieder. Man kennt es ja nicht anders mittlerweile. Wieder hier hinten. Ja, du kannst machen, was du willst. Also ab und zu hat der einfach Aussetzer. Jetzt geht's wieder. Ja, guck mal, wie der schwankt, ne? Das ist nicht normal. Also du knallst hier echt alles ran. Und selbst der hier hat Aussetzer. Das ist... Kannst mal sagen, was du willst. Das ist nicht 100% in Ordnung. Ich kümmere mich jetzt auch nicht drum mehr. Mit dem Quatsch halte ich mich nicht mehr auf. So, guck mal. Alleine dieser Flughafen, der nimmt schon so viel Platz ein. Das ist der Hammer. So. Zeit, das Ganze jetzt mit einer Straße zu verbinden. Tower brauchen wir ja auch noch. Fällt mir gerade mal so auf. Ein Tower fehlt uns ja auch noch. Ein Tower. Mod. Passenger Terminal. Und eventuell ja auch noch Helikopter. Ja, das hier ist auch echt. Keine Ahnung, was das hier sein soll, ganz ehrlich. Okay, lass mal ganz kurz. Nicht so schnell. Was war das? Was brauchen wir hier? Strom. Also, Strom. Ach, das Ding ist noch gar nicht fertig gebaut. Auch geil. Okay, kriegen wir. So, machen wir den weg. Dann ist der angeschlossen. Ja, stromtechnisch müssen wir jetzt mal gucken. Wie wir das jetzt mal geschickt machen. Wohlgemerkt geschickt, dass wir nicht alles hier abkaspern. Zu viele Verbindungen haben. Ich denke mal, die drei hier werden... Na, das sind schon wieder vier. Das hier wäre okay. Ja, das geht auch noch. Denke ich mal, die hier. Okay, dann haben wir die im Griff. Wie sieht es aus mit denen hier? Zu viel schon wieder. Das hier würde wohl auch noch gehen. Ja, das ist schon wieder zu viel hier, ne? Da hat er schon wieder... Könnte kritisch werden. So, die haben dann aber auch Strom, glaube ich. Und zur Not machen wir das nochmal. So, was wir auch noch brauchen. Tower. Tower brauchen wir auch noch. Und natürlich irgendwie. Dings. Okay, dann kriegen wir ja so dran. Hier hinten wird es wieder ein bisschen schwierig. Okay, das haben wir auch. Okay, also, jetzt. Wie gesagt, dieser Tower muss auch noch irgendwie ran.
Den haben wir. Der ist verbunden. Eine Straßenverbindung, da war auch noch was. Momento. Flughafen, Straßenverbindung. Ja, ich weiß nicht, wie das jetzt... Wie das jetzt hier gedacht war. Mal ganz kurz. Flughafen, Straßenverbindung. Flughafen, Straßenverbindung. Moment. Das wird den hier irgendwie noch mit ran quetschen oder was muss der hier ran? Weiß es gerade nicht. Wie das jetzt war mit dem Ding. Oder dass sie da aussteigen oder so. Wenn die hier ankommen. Okay, dass die hier vielleicht sagen, okay, die kommen jetzt hier an und dann müssen wir das hier irgendwie da aussteigen oder so. Ich weiß es jetzt nicht, ist das Problem. Probier einfach. Na, das geht. Okay, dann machen wir es so. Ich kann mir nur irgendwie so vorstellen, dass es jetzt so war. Ich war, wie gesagt, es ist einfach zu lange her. Tut mir leid. Wenn das jetzt nicht gerade korrekt ist, bitte sagt es mir. Und dann machen wir das. Natürlich noch ganz korrekt. Der hat das. Okay. Der kommt von da aus ran. Den Tower müssen wir auch noch einbinden, aber das machen wir gleich. Halt. Bisschen zurück. So, okay, das passt. Jetzt. Kriegen wir den da durchgeschoben? Ich weiß es nicht. Und der hier ist auch noch nicht korrekt dran. Und der ist okay, der ist dran, der holt den ab. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir den ja auch noch irgendwie wegkriegen. Also ich, wie gesagt, ich weiß es jetzt echt nicht mehr, wie das war. Seht es mir bitte nach, Freunde, seht es mir bitte nach. Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Ja, unter Umständen doch. Wahnsinn, wir kommen doch da durch. Ist ja der Hammer. Ist ja der Burner. So. Sollte alles jetzt vernetzt und verkabelt sein. Außer das jetzt hier hinten. Hinter die Runaways. Die... Schieben wir jetzt hier noch weiter lang. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir das anbringen. Der ist dran, der ist dran. Der passt, das passt auch. Es ist alles vernetzt, soweit bis auf die hier. Ja, genau. So, okay. So, da müssen wir noch mal aufschütten, Leute. Boah, die Zeit rennt schon wieder. Die Zeit rennt schon wieder, Kinders. Also nochmal ein paar kleine Erdarbeiten. So, haben es gleich geschafft. Noch ein bisschen. Ja,
Okay, so, neuer Versuch. Ja, das war klar. Ziehen das hier mal so lang. Wie gesagt, da muss ja eh noch was hin. Sprich, wir müssen ja auch noch Zulauf bekommen. Also sprich, Passagiere. So, auch das ist verbunden. Das passt auch. Das ist gut. So, der ist dran. Der ist dran. Der hier noch nicht. Aber auch das kriegen wir gleich hin. Na komm, heb mal ein bisschen die Klippe an hier. Na komm. Na, zack, bumm. Dann haben wir da die Straße auch dran. Dann ist alles vernetzt, verkabelt. Jetzt brauchen wir nur noch den Strom und dann passt das. So, Strom. Strom, meine Freunde. Strom. Wir brauchen auf jeden Fall hier mal Starkstrom. Vielleicht hier nochmal so ein Starkstrom-Dings hinbauen. Andererseits brauchen wir ja auch noch irgendwie mal Shuttlebus oder sowas. Das wird ja auch noch interessant. Ja. Transformator. Kombo. Haben wir die hier? Da so direkt anbringen will ich die auch nicht. Das ist ein großer. Wir brauchen ein bisschen mehr Strom. Die können wir aber zur Not abzwacken. Ja, das ist, sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Ich guck mal, ob wir den irgendwie... bisschen weiter weg. So, okay. Neuer Fahrzeugtyp verfügbar. Es geht doch echt nichts über... über Züge. Muss man ja ehrlich sagen. Züge sind echt Bombe hier. Sind sozusagen das Herzstück. Okay, der funktioniert auch. Dich. Du hast noch keinen Strom. Das ist logisch. Den holen wir uns jetzt. So, Strom. Kologna. Von dem Verteiler hier. Vielleicht auch... ja, wir werden mit Mast arbeiten. Und zwar, weil der 18 Megavolt rüber schicken kann. Megawatt, Entschuldigung, nicht Volt, Megawatt. Deswegen gehen wir jetzt erst einmal mit den Masten lang. Und rüber. Okay, das ist zu weit. Ah, hier ist das Ding. Ich sehe es gerade natürlich nicht so gut, weil es dunkel ist. Aber mal ein bisschen schneller, damit wir das hier in den Griff kriegen. Und jetzt... na komm. Ah, da müsste ich echt normalerweise... das geht. Elektrifiziert... was ist denn hier wieder kaputt mit euch? Was habt ihr denn wieder für Probleme? Ihr seid doch echt bescheuert, ganz ehrlich. Was ist denn hier wieder kaputt? Bitumen, läuft doch eigentlich alles. Es kann doch nicht wahr sein. Jetzt wieder gut. Also, es ist starke Schwankungen manchmal. Das ist echt nicht mehr normal. Also wir werden über kurz oder lang echt umswitchen auf Nuklear. Hilft ja nichts. Also Atomkraftwerk. Okay, hier könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Dürften auch gerne mehr Arbeiter sein. 11. 150. Okay. Ja, da müssen wir noch ein bisschen nachlegen, aber auch das kriegen wir hin. So, wo bist du denn? Wir brauchen den Saft hier. Jetzt will ich ernsthaft, ob wir das hier unterirdisch machen oder gucken, was da ankommt. Okay,
Okay, den haben wir. Dann machen wir nochmal weg. Dann sehen wir zu, dass wir das jetzt hier elektrifizieren. Der da hinten braucht. Okay, dann Untergrund. Alles klar, wir gehen direkt halt ran. Kein langes Rumgemache hier. Na komm. Ernsthaft? Kannst du da nicht runtergehen? Komm. Aha. Da muss man, also unterirdisch muss man ja zum Glück nicht auf Schönheit achten. Hauptsache nur, es funktioniert. So, du bist auch dran. Hier gehen wir auch wirklich direkt. Rüber. Nach kein langes Rumgemache. So, zwei haben wir noch. Allein nur die Flughafen... Flughafen... Geschichte hier. Nur die hier. So, dann sollte hier alles möglichst Strom haben. Ah, hat Strom. Alles gut, das läuft hier. Das ist in Ordnung, sieht's hier aus. Alles supi. Alles supi. Ah, der hat ja noch keinen Strom. Warum hat er noch keinen Strom? Okay, der hat hier noch keinen Strom. Der hat auch noch keinen Strom. Ah, das ist so. Temperatur ist zu niedrig, okay. Also müssen wir hier auch für Hitze sorgen. Unglaublich, aber wahr. Wir wollen hier auch noch Hitze haben. So, komm, das machen wir jetzt noch fertig. Das muss jetzt sein. Ah, zack. Einfach mal hingesetzt. Wie gesagt, es muss ja hier auch noch Transport stattfinden. Sprich, wir werden jetzt hier auch gleich noch dann, in den nächsten Folgen zumindest, dafür Sorge tragen, dass hier Transport stattfindet. So, ich gehe jetzt hier extra hier mal so lang. So, jetzt aber. Ist wieder Nacht. Komm, krieg Strom. Noch nicht fertig gebaut hier, oder was? Na komm. Okay, das ist okay. Jetzt haben sie hier Strom. Alles gut, es läuft. Also, theoretisch ist hier alles am Start. Strom ist da. Genug. Das passt. Jetzt brauchen wir nur noch Wärme. Das holen wir uns auch noch. Die brauchen es nicht, komischerweise. Komischerweise. Die brauchen es auch nicht. Aber hier das Originalding. Das braucht Temperatur. Okay. Kriegt er auch noch Temperatur. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald, bald wieder. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye. Tschüss, tschüss.